Heinz-Christian Strache von der rechtspopulistischen FPÖ lässt sich in einem Bierzelt in Oberösterreich bejubeln. Die Veranstaltung ist ein Heimspiel für den FPÖ-Spitzenkandidaten. Das Feindbild vieler hier sind Flüchtlinge und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Heinz-Christian Strache ist ein Gegenpol zu Angela Merkel, die was mit ihrer Willkommenskultur Europa zugrunde richtet. Mit der ausländerfeindlichen Karte war Strache lange Zeit erfolgreich. Doch der erst 31 Jahre alte Sebastian Kurz von der konservativen ÖVP hat den Rechtspopulisten das Thema weggenommen. Der bisherige Außenminister der Großen Koalition mobilisiert vor allem junge Wähler und führt die Umfragen souverän an. Mehr als 30% könnte seine Partei bekommen und damit nach 10 Jahren SPÖ-Herrschaft endlich wieder den Kanzler stellen. Ich hoffe natürlich, dass wir Erster bei dieser Wahl werden, damit wir auch in diesem Land eine echte Veränderung einleiten können. Das könnte in einer Koalition mit den Rechtspopulisten geschehen. Schon im Jahr 2000 war die ÖVP eine Koalition mit der FPÖ eingegangen. Und die SPÖ? Die Sozialdemokraten können nach einer peinlichen Affäre um falsche Facebook-Kommentare froh sein, an zweiter Stelle hinter der ÖVP zu landen. Bundeskanzler Christian Kern, der von der Bundesbahn in die Politik gewechselt war, muss sich wohl einen neuen Job suchen.